Ja, auf dem Bildschirm sehen Sie das gerade aktuell online geschaltete Bürgerinfoportal des Amtes Dänischen Hagen. Wenn Sie einmal auf dieser ersten Seite gucken, sehen Sie eine Übersicht der Sitzungstermine der amtsangehörigen Gemeinden, also der Gremien der amtsangehörigen Gemeinden und auch des Amtes und des Schulverbandes. Wenn ein Bürger Informationen über Sitzungen haben möchte, dann kann er dies tun, indem er im Sitzungskalender sich jeweils eine Sitzung aufruft und über die jeweilige Sitzung dann ergänzende Informationen, Beschlussvorlagen und Vermerkungen usw. aufruft. Das ist insofern eine Neuheit, als dass wir früher Bürger nicht mit Informationen ausstatten konnten. Heute können wir tatsächlich jede Beschlussvorlage, die öffentlich ist, auch einem Bürger zur Verfügung stellen und das eben auch online in Echtzeit. Das heißt, in dem Moment, wo hier eine Vorlage freigegeben wird, ist es uns jetzt möglich, diese neben den Mandatsträgern auch an die Öffentlichkeit zu geben. Neben diesen Möglichkeiten besteht auch die Möglichkeit einer Recherche. Das heißt, es ist auch heute möglich zu gucken, was haben also Gemeindevertretungen in früheren Zeiten getan und wie haben sich auch vielleicht Stände oder auch Beratungsstände auch entsprechend politisch geprägt verändert. Daneben kann man Gremienzugehörigkeiten, also für einzelne Gemeindevertreter, sich angucken, wer ist ausgeschieden, wer ist nachgerückt, wer ist in welchem Ausschuss. Und insofern hat ein Bürger heute ein relativ umfassendes Bild von der Arbeit, der politischen Arbeit einer Gemeinde.